Herzlich willkommen bei Buschkraft Pfalz. Mein Name ist Uwe Köhler und schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, ich möchte heute einfach mal einen Tag im Wald verbringen, meinen Urlaub ausklingen lassen. Übermorgen geht es wieder los und heute möchte ich nochmal die Ruhe genießen hier im Wald. Es ist tolles Wetter. Ich habe ein schönes Plätzchen gefunden. Ja, heute unterwegs mit Alice, das heißt mit meinem Alice-Pack. Ich habe es euch ja beim letzten Video oder vorletztes Video, ich weiß es gar nicht mehr, ja vorgestellt mit dem neuen Tragesystem von Molle 2. Top. Also ich kann es nur empfehlen, kauft euch dieses System. Ich habe jetzt hier ca. 20 Kilo Gepäck dabei heute. Ja, ich will es mir heute ein bisschen gut gehen lassen. 20 Kilo Gepäck dabei und das lässt sich einwandfrei super tragen. Da gibt es überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Und ja, ich werde jetzt einfach mal mein Lager aufbauen. Heute habe ich das erste Mal seit langer Zeit mein D&D 3x3 Tarp dabei. Das habe ich schon seit, bestimmt schon seit 3 Jahren nicht mehr verwendet. Und ja, heute habe ich es mal ausgepackt und will es heute mal wieder verwenden. Und ja, wenn es euch interessiert, begleitet mich einfach.
So, Freunde, jetzt habe ich mein Lager so ein bisschen aufgebaut, meine Ausrüstung sortiert, mir was zum Sitzen gebastelt, mein Tarp gespannt und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich das gemacht habe und warum ich es ausgerechnet da gemacht habe. So, hier seht ihr jetzt einmal mein Lager für heute und eigentlich ganz einfach und primitiv. Ich habe hier einmal das D&D 3x3 Tarp gespannt. Ich habe es extra so gespannt, dass ich hier unten, man sieht es vielleicht so ein bisschen, Moment, ich mache es mal hier mit dem Finger hier, da ist so eine Kante, die hier so ringsrum geht und das Ganze geht ein bisschen schräg nach unten. So dass ich ein bisschen tiefer in den Boden reinkomme und dadurch hatte ich auch die Möglichkeit, das Tarp ein bisschen tiefer abzuspannen, damit ich flacher am Boden bin. Ich hätte das Tarp auch noch ein bisschen tiefer abspannen können, dann wäre das Tarp noch ein bisschen weiter runtergekommen, aber ich muss mich hier ja jetzt nicht wirklich verstecken. Das Ganze ist einmal hier am Baum festgemacht. Dann hier einmal am Ast festgemacht und dann jeweils einmal hinten entsprechend abgespannt. Das kann auch nur eine provisorische Geschichte sein, weil, und das zeige ich euch gleich, so, weil das Problem ist, wie ihr vielleicht erkennen könnt, geht das Ganze hier schräg nach unten. Das heißt, wenn es hier regnet, dann läuft mir das Wasser direkt in mein Lager. Ne? Also hier unten durch. Hier läuft mir das Wasser durch. Das heißt, da müsste ich noch eine Barriere bauen. Das heißt, das Loch innen drin vielleicht noch mal ein bisschen vergrößern. Und ja, das Loch noch ein bisschen vergrößern und den Sand von innen an das Tarp ran schippeln, damit, wenn hier das Wasser kommt, damit es rechts und links vorbeiläuft und mir nicht direkt ins Lager rein. Da es aber heute nicht regnen soll, kann ich das vernachlässigen. So, nachdem mein Lager jetzt aufgebaut ist, möchte ich euch meine Ausrüstung vorstellen. Einige Dinge davon kennt ihr, einige sind allerdings neu. Und ich möchte euch einfach mal zeigen, was ich heute so dabei habe. Mein Alice Pack habt ihr schon gesehen, das brauche ich euch sicherlich nicht nochmal zeigen. Ich muss es nochmal ganz klar sagen, das Molle 2 Tragesystem ist einfach gigantisch. Also nochmal, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch das zu holen, ob ihr es braucht oder nicht, ist erstmal völlig Pupse. Besorgt euch das, solange es das noch gibt. Das ist sensationell. Das könnt ihr auf jeden Spannrahmen draufsetzen, egal welcher. Und es ist super stabil und es ist wirklich sehr, sehr angenehm zu tragen. Das nur mal so. Ja, meine Ausrüstung für heute. Zum einen der erste neue Gegenstand und das ist das US Army IFAC Pouch. IFAC steht für Individual First Aid Kit. Das ist eine spezielle Tasche für Erste Hilfe und zwar auch hier das Molle 2 System. Und die funktioniert ganz einfach. Man reißt die in der Seite auf, zack, aufmachen. Erste Hilfe Set raus und es gibt da von der US Army auch ein spezielles Erste Hilfe Kit, was man da reinpacken kann. Das habe ich jetzt nicht, vielleicht besorge ich mir das noch, aber ich fand die Tasche ganz interessant und man packt einfach seine Erste Hilfe Packung hier rein. Dann sind hier zwei Klettverschlüsse. Hier oben jeweils zwei Klettverschlüsse dran, einmal zumachen, zack, zugedrückt und dann ist das mein erste Hilfepaket. Steht auch vorne groß drauf, vielleicht kann man es erkennen, ich weiß es nicht. Hier oben US IFAC, wie gesagt, das IFAC steht für Individual First Aid Kit und ja, feine Geschichte, habe ich mir zugelegt. Nagelt mich nicht fest, ich weiß es nicht genau, aber vielleicht 10, 15 Euro hat das gekostet. Gebraucht ist auch der Aussonderungsstempel hier vorne in Rot drauf, aber pff, ist mir völlig egal, das Ding ist noch in einem einwandfreien Zustand. Und hier hinten ist wieder
die NATO-Versorgungsnummer drauf und ist also auch ein Original. Das erste. Das nächste, was ich mir neu zugelegt habe, das ist das hier. Das ist auch ein Pouch, gehört zur neueren Generation der Molle 2 Ausrüstung, auch mit diesem Digital Tarn. Und das ist auch eine Pouch-Tasche mit diesem Molle 2 System hier. Und die gehört an den, lasst mich überlegen, Infantry Individual Late White Molle 2 Rucksack Large. Den stelle ich euch vor, weil klar, ich habe mir leider den Rucksack dazu gekauft. Gebraucht, ein 95 Liter Ungetüm. Also da ist, der steht meinem anderen Rucksack, den ich euch vorgestellt habe, von der britischen Armee, dem PLCE Large, mit 120 Liter, in keiner Weise nach. Ich verlinke euch das Video zu dem Rucksack der britischen Armee. Und wie gesagt, ich habe mir den Rahmen dazugeholt, den Rucksack mit Rahmen dazugeholt. Stelle ich euch in einem separaten Video vor. Aber jetzt einmal hier zu dem Pouch. Das ist eine der Seitentaschen des Rucksacks und ich habe mir die nochmal extra bestellt. Gebrauchter Zustand, für mich ist die nagelneu, die hat mit Sicherheit noch kein Mensch benutzt. Ist wasserdicht. Ich hatte vorher, wer meine Videos geschaut hat, der hat es gesehen. Ich hatte die ABC-Schutzmaske also Maskentasche der britischen Armee als Essenstasche umfunktioniert. Die hat auch gute Dienst getan, aber die ist für meinen Geschmack ein bisschen größer, ein bisschen geräumiger und ich kriege hier in diese Tasche wesentlich mehr rein. So, ich zeige euch jetzt mal, was ich hier alles drin habe. So, zum einen mein Becher mit meinem Kocher dazu, was ich immer dabei habe, ein Handtuch. Meine Trockennahrung, die gibt es nachher. Ein kleines Messer, hier das Mora Eldris. Ein geiles Allzweckmesser, kann ich jedem nur empfehlen. Dann habe ich hier, wie immer, Spiritus. Hier einmal mein Löffel, mein Pfannenwender. Selbst hergestellt. Dann habe ich hier drin einmal mein Wasserkessel. Im Wasserkessel drin ist der Drangia Kocher, also der Brenner. Und ich habe hier drin mein Essensgeschirr von der US Army. Darin nochmal Gewürze, Öl und so weiter. Aber das packe ich jetzt nicht aus. Und, ach so, jupp, was ich hier auch noch habe, ein Feuerzeug. So, also ihr seht, hier geht eine ganze Menge rein an Material. Und daher habe ich mich für diese Tasche entschieden und die kann ich, wenn ich möchte, in den Rucksack reinpacken. Bei dem anderen Rucksack kann ich sie, wenn ich sie möchte, mit dazu an den Rucksack ranmachen. Und das sind für mich alles so Argumente, wo ich gesagt habe, okay, die Tasche nehme ich jetzt als Essenspouch und ja, ich kriege hier alles rein. Und es ist eine feine Geschichte. Zack und zu. Und dann habe ich hier alles drin. Und ich habe hier oben auch noch Luft. Also da passt noch ein bisschen was rein. Und kann das dann entsprechend als meine Essenstasche verwenden. So, das ist neu. So, jetzt kommen wir mal zu dem alten. Was ich dabei habe, ist einmal mein Poncho-Liner der US Army. Dann habe ich dabei die gute alte Wolldecke der Schweizer Armee. Die darf normalerweise in keinem Ausrüstungsbestand fehlen. Eine super Wolldecke.
kostet zwar ein bisschen was, also momentan liegen die so zwischen 50 und 80 Euro, wenn man die bei Amazon bestellt oder bei eBay. Die sind jetzt nicht ganz so günstig, aber super. Ein Hinweis, wer sich so eine zulegt, bitte nicht in die Waschmaschine und nicht waschen. Nochmal so nebenbei. Dann mein guter Poncho US Army, allerdings kein Original. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde verdammt nochmal keinen originalen US Poncho mit der Versorgungsnummer drauf. Ich habe überall geguckt. Also wenn ihr einen Tipp habt, wo ich so ein Poncho herbekomme, bitte einmal unten rein in den Kommentar. Kaufe ich mir sofort. Aber ein super Ersatz dafür ist einmal der Poncho von Helikontext. Davon habe ich zwei. Ein immer als Reserve und mit zwei zusammengeknüpft kann man auch ein Zelt bauen. Auch das zeige ich euch mal in einem anderen Video. Also hier mein Poncho. Dann, und das habe ich auch schon vorgestellt, und da muss ich jetzt gleich noch mal zwei, drei Worte mehr dazu sagen. Das ist einmal die 2QT Kantinfeldflasche der US Army. Die hatte ich in einem separaten Video schon mal vorgestellt. Und dann gab es den einen oder anderen, der unten reingeschrieben hat, das, was ich gesagt habe, stimmt so nicht ganz. Und deswegen möchte ich da jetzt noch mal kurz zwei, drei Worte dazu sagen. Also, dass es nicht stimmt, was ich gesagt, dass es nicht stimmt, was ich gesagt habe, so rum, entspricht nicht ganz der Wahrheit. Ich habe nur nicht alles dazu gesagt. Und zu dem, was ich gesagt habe, stehe ich nach wie vor. Was ich nicht zu 100% angesprochen habe, das ist einmal die Öffnung hier oben. Ich mache die jetzt nicht auf, oder wartet mal. So. Ist die Öffnung hier oben. Das ist die Trinköffnung für den Wasserschlauch für die ABC-Schutzmaske. Das heißt, hier kann man den Schlauch reinmachen, der kommt an die Maske ran und dann kann ich auch unter ABC-Bedingungen aus dieser Flasche hier trinken. Natürlich darf man da nichts anderes reinstecken oder reinstopfen, weil sonst die Membrane innen drin kaputt geht. Für mich eigentlich klar, und da ich auch im Video ganz deutlich dazu gesagt habe, dass für mich diese Öffnung hier oben völlig unrelevant ist, bin ich da auch nicht näher drauf eingegangen. Und ich gehe jetzt auch mal schwer von aus, dass die Bushcrafter und meine Follower jetzt nicht mit der ABC-Schutzmaske durch den Wald rennen und sich hier den Schlauch reinstecken und dann hier, was weiß ich, bei heute bei 25 Grad mit dem Schlauch hier aus der Wasserflasche hier süffeln. Daher war das für mich nicht relevant. Aber vielen Dank nochmal an dich, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ich habe das jetzt hier somit ergänzt. Was auch angemerkt wurde, ist, dass die Nalgene-Flasche genauso schnell nicht, nee, andersrum, Entschuldigung, dass die 2QT Kantin genauso schnell einfriert wie die Nalgene-Flasche. Das wage ich allerdings zu bezweifeln. Ich selbst habe es noch nicht ausprobiert, ich werde es aber definitiv ausprobieren. Die Nalgene-Flasche ist nicht so verpackt wie die. Da ist kein Futter innen drin, sondern die ist nackt, wie sie ist. Vielleicht noch mit der normalen Feldflaschentasche der Witterung ausgesetzt. Die hier ist einmal das Polyamid, was kältebeständig ist, und innen drin nochmal, Moment, ich mach's mal auf, und innen drin nochmal hier die gefütterte Innenseite. Also ich bezweifle, dass diese Flasche genauso schnell einfriert wie die andere Flasche. So, das jetzt mal am Rande angemerkt, und ich mache jetzt einfach mal weiter. Wie gesagt, hier meine Feldflasche, 2 Liter, nicht ganz, 1,8 sind es, 1,9, so in dem Dreh rum, je nachdem, wie voll man sie macht. Ich finde es eine super Geschichte. Klar sind natürlich auch 2 Kilo, die man mit sich rumdreht. So, das nächste ist hier einmal mein Paracord-Pouch, wenn man es so nennen kann, auch mit dem Molle-System hinten dran. Ne? Ist zwar hier unten ein Aufkleber drauf, aber das ist kein Original-Militärbestand. Ist aber auch jetzt nicht wild. Sieht aus wie Original-Militär und ist auch sehr stabil. Ich habe die Tasche jetzt schon seit ein paar Jahren.
Hier drin ganz einfach alles, was mit Schnüre und Heringe zu tun hat. Auch hier meine Hängematte, Aufhängung habe ich hier immer mit drin. Und ja, da habe ich alles zusammen, was ich brauche an Schnur, an Tarp. Meine Bankline ist da mit drin, alles, was man benötigt. So, zum Thema Schnur habe ich hier gleich nochmal separat meine Bankline. Ich finde die Schnur sensationell, die ist saumäßig stabil und da reicht ein kleiner Knoten und die zurrt sich gleich so fest, dass sie sich kaum noch löst. Also muss ich sagen, feine Geschichte, ist allerdings Verbrauchsmaterial. Ne? Also wenn man die einmal verwendet hat und man hat sie richtig festgeknotet, muss man sie dann teilweise aufschneiden. Sollte man wissen. So, das nächste ist meine Säge. Immer noch die geilste Säge überhaupt. Die Laplander Säge, die habe ich schon ewige Zeiten und die sägt wie der Teufel. Also wenn man keine große Säge mitnehmen möchte, ist das auf jeden Fall ein hervorragender Ersatz. Dann habe ich hier wieder meine Survival Pouch dabei, ne, mit allem drin, was man benötigt. Angefangen von Ersatzmesser, Taschenlampe, Dreiecktuch, Feuerzeug, Anzünder, alles hier drin. Und ja, ihr seht hier vorne liegt einmal mein Gürtel. Den hatte ich bisher nie dabei, weil ich ihn nie gebraucht habe. Heute habe ich gedacht, ich nehme ihn mal mit und den zeige ich euch jetzt mal im Detail. So, jetzt stelle ich euch nochmal meinen Ausrüstungsgürtel vor. Den hatte ich bisher noch nie dabei. Angemerkt ist, alles, was ich an diesem Gürtel trage, außer das Messer, habe ich selbst hergestellt, selbst genäht. Außer das Messer. Heute habe ich dabei das Schnitzel-Tri. Na, in Oliv mit schwarz mattierter Klinge, in der Kydex-Scheide mit dem entsprechenden Taglock hinten dran. Also ich habe heute kein großes Messer dabei, sondern eher ein kleines Messer. Also es ist echt angenehm hier in der Sonne, muss ich gerade mal so sagen. Gut, machen wir weiter. Das Ganze hängt an einem Gürtel. Das ist ein echter Ledergürtel, den ich auch selbst zugeschnitten habe. Und ich gehe mal ein bisschen näher ran, man kann es erkennen. Ich habe hier auch die Gürtelschnalle selbst angenäht und auch die Löcher selbst eingestanzt. Dann habe ich an dem Gürtel dran einmal hier eine Ledertasche. Das ist, ich mag es gar nicht sagen, das ist Autoledersitze. Die scheiß Mücken schon wieder. So. Autoleder, also Autositzeleder, so rum. Und das ist natürlich sehr stabil und auch wasserdicht. Hier hinten habe ich dann einfach so ein Leder, also ein Gürtelclip raufgenäht. Und darin habe ich meine, Moment, ich komme mal näher ran. Darin habe ich ein bisschen Kleinholz, um ein Feuer anzumachen. Ich habe darin meine Anzünder. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht, wie ich die herstelle. Und ich habe immer noch dabei ein Tampon. Und darin auch normalerweise noch ein Feuerzeug. Nur das habe ich jetzt gerade in meinem Essenskit drin. Das hier einmal an dieser Tasche. Dann habe ich hier, und das hatte ich glaube ich auch schon mal gezeigt. Moment, das muss ich mal aufmachen. Das ist auch ein Lederbeutel, den ich auch selbst gemacht habe. Und darin enthalten ist Zundermaterial. Ne? Also hier in dem Fall ist es Späne. Und auch hier drin nochmal zur Sicherheit
meine Anzünder. Und auch hier habe ich normalerweise noch mal ein Feuerzeug drin. Habe ich jetzt heute keines drin. So, das nächste, was ich dabei habe, das ist auch diese Ledertasche. Die habe ich auch selbst gemacht, selbst genäht aus Rindsleder. Die Nähte sind mit dem Fjällrävenwachs einmal versiegelt, damit da kein Wasser reingeht, mit Druckknöpfe. Und darin habe ich zum einen meine Karte 1 zu 25.000. Ich habe meinen Kompass hier drin. Ich habe hier nochmal eine Kopflampe drin. Und vier lange Kabelbinder. Kabelbinder sollten immer mit dabei sein. Die kann man für alles verwenden, wirklich für wirklich alles. Zum Reparieren des Rucksackes, zum Abspann eines Tabs, zum Reparieren anderer Dinge, wenn ich irgendetwas zusammenfriemeln möchte. Also Kabelbinder sollten immer mit dabei sein. Das ist in dieser Tasche. Und die Tasche hier ist dasselbe Leder wie die Tasche hier. Und da habe ich mir ja so eine Allzwecktasche rangenäht. Zeige ich euch mal. Die kann man also hier ganz normal aufmachen. So, muss man das Bein wechseln. So, dann klappt man die auf. Und dann ist darin enthalten eine Tasche. Ihr kennt diese Tasche. Das ist die Tasche für die Zeltbahn der Bundeswehr. Und das Ganze ist dann hier am Gürtel. Und ich habe dann die Möglichkeit hier, ich kann hier Bekleidung transportieren, ich kann hier Essen transportieren am Gürtel, ich kann Zunder sammeln, wenn ich unterwegs was finde. Und die ist einfach wieder zusammengelegt. Moment, das muss ich jetzt mal kurz am Boden machen. Und dann habt ihr die Tasche wieder ganz normal zusammengepackt und könnt sie dann am Gürtel tragen. Das Ding ist super leicht, nimmt nicht viel Platz weg und hat aber eine ordentliche Kapazität, um Dinge aufzunehmen. Das sind jetzt die Dinge, die ich an meinem Gürtel trage. Und ich könnte auch mit dem Gürtel alleine zumindest bis zur nächsten bewohnbaren Siedlung durchkommen. Ich kann mir ein Feuer machen, ich kann Bekleidung transportieren, ich habe ein Messer dabei, ich habe eine Karte, ich habe einen Kompass dabei, ich habe Licht dabei. Ja, also ich habe eigentlich alles dabei, um mal so grob durchkommen zu können und überleben zu können. So, das waren jetzt mal ein paar Worte zu meiner Ausrüstung, was ich heute dabei habe. Mein Rucksackinhalt, mein Gürtel und ja, jetzt werde ich mir was zu essen machen, weil ich habe Kohldampf und danach hole ich euch wieder dazu.
So, ich habe euch die Trockennahrung von 4Class, also Decathlon, schon mal in einem meiner Videos vorgestellt. Ich gucke, dass ich es euch verlinke oben. Beim letzten Mal gab es Bolognese Nudeln und ja, heute gibt es die Vegetarian Carrot and Leek Dal Soup, also eine vegetarische Gemüsesuppe. Und ja, wollen wir mal schauen, was dabei rauskommt. Hat 414 Kilokalorien pro 100 Gramm. Wir haben hier ein Nassgewicht von 245 Gramm und ein Trockengewicht von 45 Gramm. Das Ganze funktioniert wieder mit heißem Wasser. Das mache ich gerade warm. Und dann wird es 8 Minuten ziehen lassen. Und ja, dann hole ich euch wieder dazu. So, das Wasser kocht jetzt. Dann ziehen wir den mal nach oben. So, 200 Milliliter, ich kippe jetzt mal Pi mal Daumen hier mal das Wasser rein. Meine Löffel gerade nicht, das tut's auch. So. Und dann lassen wir das Ganze 8 Minuten stehen. So, für die Bushcraft-Profis unter euch, ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt hier für die Halterung für den Teekessel die etwas umständlichere Variante gewählt. Aber da gibt es auch eine einfachere Variante. Einfach hier einen Knoten rein mit einer Schlaufe. So, dann diese Schnur hier. Einmal durch die Öse durch. So. Dann einmal hier diesen Stock da rein. Und Zacko-Lacko hält das. Und wenn man es höher machen will, dann zieht man einfach das Ganze nach oben. So, zack. Und dann sitzt das Ganze oben. Wenn man es noch weiter hoch haben möchte, dann zieht man das Ganze noch weiter hoch und dann bleibt das entsprechend hängen. Ich habe die umständliche Variante gewählt jetzt, aber das ist die einfachere Variante. So, die 8 Minuten sind um. Dann wollen wir mal schauen, was das Gericht verspricht. Hier nochmal mein Klapplöffel von 4Class. 1-2 Euro, glaube ich, bei Decathlon. Feine Sache. So. Konsistenz sieht aus wie wirklich eine Gemüsesuppe. Ein bisschen fest, aber ich mag das so. Ja. Geht. Also es ist halt eine Gemüsesuppe. Dementsprechend schmeckt sie. Also sie schmeckt wie Gemüsesuppe. Die Bolognese war allerdings besser.
Also die Bolognese würde ich mir jederzeit wiederholen. Das vielleicht nicht unbedingt. Aber der Hunger treibt es rein und ein paar Kalorien sind es. Also daher ist es in Ordnung. Ich werde mir das jetzt schmecken lassen und danach hole ich euch wieder dazu. So, der Magen ist voll. Mittagsschläfchen habe ich auch gemacht. Wir haben immer noch traumhaftes Wetter heute. Das muss man noch mal ausnutzen. Und jetzt möchte ich euch noch mal ein bisschen was zeigen. Und zwar, ihr erinnert euch sicherlich noch an mein Video mit dem Alpha-Tent. Das heißt, das Zeltgestänge plus den Poncho. Und ich habe euch damals gezeigt, wie es aufgebaut wird. Und jetzt möchte ich euch ein paar Varianten zeigen, wo man dieses Alpha-Tent einsetzen kann. So, ich habe das Alpha-Tent jetzt schon mal aufgebaut und habe es im Gelände platziert. Also wir sind jetzt ungefähr, na, ich sage es mal 10 Meter entfernt davon. Ihr könnt es vielleicht erkennen. Und zwar, wo ist mein Finger? Da ist mein Finger. Hier befindet sich das Alpha-Tent und ich habe eine Kuhle gewählt, wo ich das Alpha-Tent einfach mal so reingelegt habe und so, dass es von allen Seiten relativ uneinsehbar ist. Und so kann man jetzt beispielsweise so ein Alpha-Tent als Notunterschlupf nutzen und ja, kann da mal kurzzeitig nächtigen. So, jetzt habe ich noch mal eine weitere Variante. Habe ich wieder so eine Kuhle gewählt, damit man relativ tief im Boden reinkommt und flach an der Erdoberfläche liegt. Hier wäre das Alpha-Tent dann hier. Wir sind jetzt wieder ungefähr 10 Meter entfernt. So, jetzt liegt das Alpha-Tent hier. Unter einem Gebüsch. So Freunde, ein Tag geht zu Ende. Es ist immer noch wunderschönes Wetter, aber ich habe jetzt alles zusammengepackt und werde mich jetzt auf den Weg machen. Mein Tarp alles wieder eingepackt. Ganz nebenbei bemerkt, ein Fan von dem D&D-Tarp bin ich nicht. Ich habe es jetzt mal wieder mitgenommen. Das wird aber für lange Zeit das letzte Mal gewesen sein. Ich nehme lieber meinen Bascha mit. Das am Rande. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir einen Daumen hoch. Ein Abo wäre super. Einmal unten die Glocke drücken, damit ihr informiert wird, wenn ich neue Videos online stelle. Wenn ihr Anmerkungen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bleibt mir gesund, viel Spaß in der freien Natur. Euer Uwe Köhler von Buschkraft Pfalz.